Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Schuldigbox von Unantastbar. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Schuldig von Unantastbar, das Ganze aus dem Jahr 2011. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das dritte Album der Band Unantastbar. Wir haben hier eine Holzbox. Auf der Vorderseite, auf dem Deckel der Box, haben wir das Ganze hier entsprechend gestaltet. Es ist hier so, ich glaube, eingeätzt, eingebrannt. Unaufhaltsam lesen wir hier, dann unantastbar, dann haben wir das Artwork der Band, also hier der Schriftzug UATB, 100% Punkrock. Die beiden Totenköpfe, Sterne, Engelsflügel oder Flügel, dann hier noch so eine Schriftrolle im Querformat. Ja, also rein so von der Gestaltung des Boxdeckels schon sehr ansprechend. Ansonsten die Box hier eher schlicht gehalten in so einer Holzmaserung. Auf der Unterseite ebenso, also ein helles, so ein hellbraunes Holz. Das Ganze geht dann hier seitlich auf. Man kann diesen Deckel hier aufschieben. Der hat dann hier so eine Schiene. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich. Dann eine Autogrammkarte, einen Button, einen Patch, einen Aufnäher, ein Poster, nein, kein Poster, eine Fahne. Und was auch noch dabei ist, das war ursprünglich außen drauf, also die Folie. Wir haben hier einerseits die Beschreibung, unantastbar, Schuldigbox, Katalognummer und dann eben die Infos, was drin ist. Darüber dann noch der Barcode. Und wir haben hier die Info der Stückzahlen, denn diese Box war oder ist auf 1000 Stück limitiert und sie war damals auch durchnummeriert. Wie ihr sehen könnt, meine Box ist die 177. Ja, nachdem das nicht auf der Box irgendwie drauf war, sondern hier wirklich nur auf der Folie, auf diesem Sticker, habe ich den damals hier aufbewahrt. So, dann machen wir das Ganze wieder zu. Also wie gesagt, hier einfach zuzuschieben. Und dann packen wir die Box mal zur Seite und kommen zum Inhalt. So, die Fahne ist hier noch in Folie. Ansonsten hier nichts mehr in Folie und dann starten wir direkt mit dem Album an sich. So sieht das aus. Wir haben hier ein Digipack, unantastbar, hier links auf der Seite, von unten nach oben. Dann haben wir hier das Logo des Albumtitels, den Schriftzug des Albumtitels Schuldig. Der ist hier scheinbar so auf einen, ja, Hals ist das ja nicht mehr, ist der Kiefer mehr oder weniger, der Unterkiefer hier so drauf tätowiert. Auf diesen Hals haben wir dann auch noch diverse Sachen. Also wenn ich mal raten müsste, dann würde ich sagen, es ist der Körper bzw. der Hals des Leadsängers Joachim. Dann haben wir noch diverse Flammenoptik. Ja, also sieht ziemlich wild aus, das Cover. Auf der Seite unantastbar, schuldig und RK031, also die Katalognummer. Das Ganze ist erschienen über Rookies und Kings, das ist das Label. Die Tracklist, 13 Stück haben wir hier. Und hier dann nochmals die Infos der Beteiligten und einen Barcode. Okay, dann schauen wir mal hinein. Als erstes haben wir hier links einmal das Booklet, das kommt hier in so einer Stecktasche. So, was haben wir hier? Jawohl, wir haben hier die Lyrics zu den einzelnen Tracks. Bedeutet, hier ist wirklich jeder einzelne Titel Wort für Wort abgedruckt. Wunderbar. Also, zum Mitsingen, zum Nachlesen. Dann haben wir hier eine Fotografie, eine Aufnahme der Band. Alle fünf Herrschaften hier abgebildet. So sieht das aus. Dürfte in einem Tattoo-Studio sein, wenn ich hier hinten so die Regale richtig sehe. Weitere Lyrics, weiteres Artwork, Fotos und nochmals Lyrics. Jawohl. So, dann haben wir die Credits zum Album. Wer hier alles beteiligt war, wer hier mitgewirkt hat, all das kann man hier nachlesen. Und hier lesen wir noch: Danke für alles, unantastbar im Winter 2011. Gut.
Dann packen wir das Booklet zurück, beziehungsweise lassen es noch kurz draußen, denn erstmal noch die CD. Hier haben wir wieder den Sänger abgebildet, Joachim. Die CD, und wenn man sowohl CD als auch Booklet wegmacht, kommt das hier zum Vorschein. Das ist übrigens auch das Motiv der Autogrammkarte. Also die fünf Jungs hier am Spazieren durch die Gassen in Schwarz-Weiß. Dann packen wir das Ganze wieder zurück. So, das ist das Album. Dann kommen wir gleich zur Autogrammkarte. Die sieht so aus, alle fünf Herrschaften hier abgebildet, und es haben auch tatsächlich alle fünf hier unterschrieben mit einem silbernen Stift. Also Joachim, Christian, Thomas, Matthias und Florian, alle fünf hier mit Unterschrift dabei. Auf der Rückseite sieht das so aus, also Autogrammkarte im Querformat. Einen Aufnäher haben wir hier mit dabei, unaufhaltsam, unantastbar. Es ist, glaube ich, genau das. Sekunde. Ja. Doch, es ist genau das vom Design her, was wir vom Boxdeckel kennen, nur eben in Schwarz und Weiß, okay. Und das Ganze kann man sich dann natürlich aufnähen, wohin man auch möchte. Einen Button haben wir mit dabei, der sieht so aus in Schwarz und Weiß, der ist kreisförmig, und auch hier wieder das eben gezeigte Artwork, hier hinten dann mit Sicherheitsnadel festzumachen. Ist etwas größer als so reguläre Buttons, also diese klassische Standard-Button-Größe ist etwas kleiner als der hier jetzt. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt noch eine Fahne. Die ist recht groß. Ja. So. Und auf dieser Fahne haben wir das bekannte Artwork, das wir vom Boxdeckel bzw. dem Patch kennen. So, ich probiere das jetzt mal irgendwie halbwegs zu zeigen. Wir haben hier oben den riesen Schriftzug unantastbar. Darüber lesen wir auch wieder unaufhaltsam mit den beiden Sternen. Dann in der Mitte kommen die beiden Totenköpfe zum Vorschein, hier in diesem Wappen, in diesem Schild. Links und rechts dann wieder die Flügel. Darunter dann wieder die Buchstaben UATB und 100% Punkrock. Genau so sieht das aus. So, und dann haben wir noch in den oberen Ecken, und zwar links und rechts, wirklich nur oben, unten nicht, haben wir dann hier noch so eine Metallöse. Die wurde hier mit eingearbeitet, so kreisförmige Metallösen, einmal, zweimal, damit man das Ganze dann wirklich auch mit einem Seil aufhängen kann. So, und wir haben es bei dieser Fahne zu tun mit einem Produkt, produced by OneTrade. 100% Polyester, ja, also das ist üblich bei diesen Fahnen, die sind eigentlich immer aus Polyester. So, dann probieren wir das Ganze wieder zusammenzulegen. Ist ja echt nicht so einfach, bei so einem Riesenteil. So, ja, mache ich dann in Ruhe nochmal schöner. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne. Dann haben wir hier den Button in Schwarz und Weiß, kreisförmig. Dann den Aufnäher, ebenfalls in Schwarz und Weiß. Die Autogrammkarte im Querformat mit Unterschriften aller fünf Bandmitglieder. Und natürlich das Album an sich, schuldig im Digipack. Mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Schuldig von Unantastbar. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Unantastbar unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.